Wir melden uns heute mit einer Sondersendung aus gegebenem Anlass. Heute Abend spielt der FC Bayern München ein internationales Freundschaftsspiel gegen Chicago Fire. Es ist das inoffizielle Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger, der seit 3 Jahren in der Major League Soccer für Chicago Fire an den Start geht. Allerdings zuletzt nicht besonders erfolgreich. Chicago hat das letzte Spiel 1:1 gespielt und davor gab es 8 Niederlagen in Folge. Schon bei seinem Wechsel vor 3 Jahren attestierte Schweinsteiger der MLS ein niedriges Niveau. Er sagte damals in einem SZ-Interview, wenn man das mit Bayern München oder der Nationalmannschaft vergleicht, dann ist der Unterschied schon gewaltig. Beide Teams wollen heute in Bestbesetzung antreten. Naja, das spricht natürlich dann ganz klar für Bayern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich riecht das Ganze stark nach einem Torfestival. Die Allianz Arena wird mit 75.000 Zuschauern ausverkauft sein. Das Abschiedsspiel wird live auf RTL übertragen. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Schweinsteiger wird eine Halbzeit für den FC Bayern spielen und in der anderen Halbzeit für die Amis. Abschiedsspiele sind in der Regel relativ torreich. Eine Ausnahme bildete ausgerechnet das DFB-Abschiedsspiel von Schweinsteiger. Damals, 2016, gegen die finnische Nationalmannschaft gab es nur ein 2:0. Etwas anders sieht's da bei den inoffiziellen Abschiedsspielen der Bayern aus. Bei Gerd Müllers Abschied fielen 6 Tore 1983 beim Spiel Bayern gegen Deutschland. Auch Torwartlegende Sepp Maier musste 4-mal hinter sich greifen bei seinem Abschiedsspiel zwischen Bayern und dem DFB. Georg Katsche-Schwarzenbeck ist Rekordhalter mit insgesamt 10 Toren bei seinem Abschiedsspiel zwischen Bayern und dem DFB. Bei Paul Breitners Abschied zwischen Bayern und der Weltauswahl fielen 5 Tore. Weniger spektakulär war das Abschiedsspiel von Lothar Matthäus inklusive Streit um die Eintrittsgelder und der berühmten Aussage von Uli Hoeneß, dass Lothar Matthäus bei Bayern nicht mal mehr Greenkeeper wird. Der Titan steht natürlich nicht besonders auf Gegentore, deswegen nur ein 1:1 bei seinem Abschiedsspiel. Eine Katastrophe war das Abschiedsspiel von Giovane Elber. Bayern verlor gegen den damaligen Zweitligisten 1860 München mit 0:3. Auch beim Abschiedsspiel von Mehmet Scholl hat der FC Bayern verloren, damals allerdings 2007 gegen Barcelona mit 0:1, Torschütze Lionel Messi. Gegen Chicago Fire geht jetzt allerdings gegen einen drittklassigen Gegner. Alles in allem spricht beim Spiel von Bayern gegen Chicago alles für ein Torfestival. Deswegen nehme ich die Wette over 3,5 Tore bei einer Quote von aktuell 1,7. Wenn ihr mehr von diesen Videos wollt, unterstützt uns und meldet euch über den Link bei VBET an. Wir erhalten dann eine einmalige Provision. Und um kein Video mehr zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Das nächste Video steht schon in den Startlöchern. Am Mittwoch kommt die Tipforce zum 2. Bundesligaspieltag.